Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind weiter. Wie ihr gehört habt, da ist mein Telefon gegangen. Da musste ich unbedingt rangehen. War wichtig. So, wir machen uns weiter auf den Weg hier durch die boreanische Tundra. Ich muss mal meinen Kumpel fragen, der damals auch angefangen hatte, hier PC mit mir zu spielen, ob der nicht auch Lust hätte, das hier mit mir zu spielen. Dann könnten wir nämlich ein lustiges Grüppchen machen. Nicht gar nicht verkehrt. Oh, ich glaube, ich habe ein paar viele gepult. Das Visier. Verdammt, ich wollte noch. Naja, egal. Wie viel haben wir denn? Komm, eins! Eins haben wir hinbekommen. Okay. Naja, gut. Das zeigt, das sollten wir nicht noch einmal tun. Und anscheinend ist unser guter Freund einfach noch oben gestürmt und hat mal alles gepult. Das ist auch nicht verkehrt. Und hier gibt es auch das Battle.net. Nur ich weiß nicht, ob das Battle.net hier funktioniert. Das kann ich euch nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. So, erstmal heilen. Ist immer noch happy. Wunderbar. Und er ist mittlerweile 70 geworden. GZ großer. Und dann mal. Und kritisch ist die. Ach so. Mögliche. Zielen. Dann ziehen wir noch Irreführung auf ihn. So. Aber jetzt sind wir noch. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und können wir das regeln? Ja, ach so, okay. Wie ihr seht, wir benötigen Kirchenrei 345. Das haben wir leider nicht. Wie so gesagt, wenn wir... haben wir jetzt alle? Nee, noch zwei. Wenn wir das schon hätten, oder wenn wir momentan, können wir das ja so machen, dass wir das direkt in einem ausnutzen. Oh, ja, links an. Come on! Die sind ein bisschen verpackt. Verpacken wir durch die Erde. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Ein paar durch die Erde glitschende Monster. Schade, ich hätte das gerne alles gekirschnert. Das wäre nämlich richtig cool. So, ein Soldat der Not. Oh, jetzt haben wir schon mal Heiltränke. Das ist cool. Und damals war es halt, beziehungsweise mit 70 ist es dann etwas schwieriger. Wir sind ja 75. Und hier das Add-on, das wir drauf haben zu vergleichen, ist wie immer Rating Buster. Das funktioniert immer noch wunderbar. Das funktioniert auch momentan auf den Live-Servern, aber ich benutze das nicht mehr wirklich, da es einfacher ist. Das von WoW zu benutzen, weil das ist auch mittlerweile recht gut geworden. Damals war das ja etwas anders. Okay. Ja.
nehmen alles mit hier. Gucken, oder wie man Begleiter ist. Leider Details. Okay, es ist ein bisschen verspackt. Reitere Begleiter. Ah, jetzt haben wir. Okay. Ach, das stellt aber auch recht gut auf. Zauberbohne. Die Widerstände braucht man nicht zu kaufen. Die haben die Tiere dann, glaube ich, automatisch. Die haben da ja einiges zum Glück geändert. Das ist wirklich gut. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Wie immer. So. Es wäre etwas verwirrend, wenn dieses komische kommt von unserem Bett. Noch nie so aufgefallen. Was ich auch schon überlegt habe, dass wir uns von Level 1 bis 110 mal durchschlagen mit einem Jäger. Ich hatte mir auch schon einen gemacht. Auf Hordenseite dann allerdings. Aber das ist ja eigentlich Kopfstück gesprungen. Bis auf ein, zwei Sachen, die etwas anders sind, da ja beispielsweise nicht in Sturmwind ablaufen. Aber das ist ja egal. So. Was ich auch sehr cool finde, jetzt da, wo wir dann irgendwann 80 sein werden, können wir auch gewisse Raids alleine machen. Nämlich nicht mehr das Problem für uns. Ah, okay. Ah, ich glaube, das war das, wo der uns befreit hat, ne? Das so machen. So, das haben wir, das haben wir. Mount aufklemmen und auf Wiedersehen. Ach, das ist so herrlich, mit einem Flugmount gegen zu eiern und questen. Das lobe ich mir. Ach, und ich glaube, das erste Mal konnte man erst fliegen ab 77, als man in den in der Schulasarbecken kam. Vorher konnte man nicht fliegen. Das heißt, man musste dann, ne, und dann, ich glaube, 700 Gold hatte das damals gekostet, dass man fliegen konnte, durfte. Bleib sauber. Ja, das war schon einiges an Asche. Seid auf der Hut. Schönen guten Tag. Und hier, glaube ich, kommen jetzt die Folgequest. Muss ich eben gucken, hallo? Ne? Ja, in schönen Tag auch. Das war eigentlich nicht das, was ich meinte, aber gut. Landebahn. So. Ups. Ich finde, die Mücke erinnert mich immer an Kroni. So, mal aufs Pony wieder schwingen. Dann sind wir gleich in der Warte. 20, 21 Minuten gleich. Ja, gut. Ich habe gedacht, es geht schneller. Aber gut, lassen wir das. Seid gesegnet. So.
Item Level, was haben wir denn da? 48er Tempelwertung, Zaubermacht, gut, Zaubermacht können wir eher weniger mit anfangen, sag ich mal. 6, na, Kohle, ja, zack, bumm. Lass uns stets Barmherzigkeit. Ja, noch ein Erfolg oder so? Nein. Nein. So, schwupp. Und ich glaube, den schwarzen, ja, obwohl, den schwarzen Tempel weiß ich gar nicht, ob wir den alleine hinbekommen würden mit 80. Schwierig. Ich weiß, damals haben die immer noch Gruppen gesucht, damit das funktioniert. Was ich auch oft gemacht habe, damals, als ich dann so rumgequestet hatte, von 70 auf 80, beispielsweise mit meinem Magier, habe ich dann auch immer die Gruppen angenommen, die dann in Richtung Schwarzen Tempel gingen. Weil ich fand das immer so cool. Beziehungsweise finde ich den Schwarzen Tempel immer noch so cool. Ich gehe auch immer noch mal gerne wieder rein, weil da ich im Moment heute angefangen hatte, etwas zu spielen, fehlen mir halt wieder die Kriegskleben mit meinem Blutelfen. So, naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. War of the Lich King diesmal. Beziehungsweise auch The Burning Crusade. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich hoffe, ich finde da entsprechend etwas. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht auch im Livestream, wenn ich es schaffe. Ich habe nämlich viel vor. Und würde sagen, bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo nach oben, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und damit auf Wiedersehen.